Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Cheating. Ich bin heute mal wieder auf dem gommahd.net Server, denn ich habe ein neues Feature, was ich euch unbedingt zeigen muss, was der liebe Vardage, einer der Devs, neu entwickelt hat. Und zwar einen Scaffold Walk, der folgendermaßen aussieht. Was ist das denn? Ja, das ist auf jeden Fall der neue Scaffold Walk. Interessant, oder? Ja, da ich nicht so viel Zeit habe und gar nicht so die, ja wie gesagt, gar nicht so die Zeit habe, jetzt hier alles ausführlich zu zeigen, werde ich jetzt einfach das Ganze in einer Runde zeigen, aber ich werde jetzt nicht irgendwie ewig weiterspielen hier. Und ich gehe jetzt nochmal hier rüber. Das ist echt wild. Ich gehe mal dann nochmal hier rüber. What the... Ja, genau, deswegen meinte ich, ich mache mir heute nicht so viel Mühe. Ja, das ging schnell. Ja, das habe ich jetzt ein bisschen verkackt. Aber wie ihr wisst, bin ich einfach kein guter Legend-Spieler. Und das einzige Wichtige an diesem Video ist, dass ich euch zeige, dass das überhaupt geht, diese Funktion. Dass dieser Scaffold Walk hier geht. Der geht ungefähr einen halben Stack lang. Das heißt, ungefähr 32 Blöcke könnt ihr das benutzen. Dann werdet ihr runterfallen. Das heißt, einfach nicht zu lange benutzen. Und dann sollte auch alles funktionieren. Die Killaura habe ich euch jetzt ja noch nicht so ganz gezeigt. Aber die kann ich euch natürlich dann auch gleich zeigen. Die ist halt eine Intave-Aura, ne? Intave-Killauras sind ja immer gewöhnungsbedürftig. Die sind jetzt nicht so, dass man sagt, die ballert jetzt aber richtig, diese Killaura, ja. Ne, so sind die definitiv nicht. Und deswegen, ja, kann ich euch jetzt auch nicht so viel zeigen jetzt. Aber die Aura ist jetzt auch nicht schlecht oder so. Es ist einfach eine relativ legit. Ja, und jetzt wurde ich auch noch von hinten geschlagen. Wow. Ihr könnt mit einer hohen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass ich dieses Video keine Runde gewinnen werde. Liegt daran, dass die Killaura halt einfach wie in fast jedem, also eigentlich in jedem Client auf Intave so ist, dass man sie jetzt nicht extrem gut benutzen kann als Cheater-Killaura, sondern dass sie eher so eine legit-artige Killaura ist, die jetzt nicht schlecht ist oder so. Aber dafür hat man halt diesen Scaffold Walk, den ihr gerade gesehen habt. Ja, das ist halt schon einfach mega das besondere Feature dieser Scaffold Walk. Und auch, dass man instant Kisten leeren kann, das geht in 2020 auf gommahd. Man kann instant Kisten clearen. Und ich mache jetzt mal die Killaura an, denn es sollte gleich losgehen. Ich werde heute mal wieder so richtig strugglen auf diesem scheiß Server, ne? Aber, ja, ich hau mich dann jetzt erstmal mit einem Dude. Jetzt habe ich ja noch Fallschaden bekommen, was soll denn das? Okay, den hole ich mir. ja, normalerweise würde ich euch natürlich jetzt ein gutes, qualitatives Produktvideo machen. Indem ich, ja, indem ich eine Runde gewinne auch und mir ein bisschen Zeit nehme. Aber der Grund, warum ich das heute nicht mache, ist, dass ich morgen in die Ferien fahre. Und deswegen habe ich keine Zeit. Ganz einfache Antwort. Und deswegen zeige ich euch jetzt einfach dieses geile Produkt hier. Deswegen kann ich euch nur das zeigen heute. Ich habe sogar einen gekillt in diesem Video. Wow. Ich bin so stolz auf mich selber. Ja, aber ja, deswegen heute keine Runde, die ich gewinne wahrscheinlich. Dafür halt, ja, ein bisschen geredet von mir. Freut euch bestimmt drauf, dass ich ein bisschen rede. Ich habe da auch eine Enderperle, ne? Kann man die nicht ganz theoretisch benutzen, um mal hier irgendwo rüber zu gehen, wo ein bisschen Action ist? Schon, ne? So, der weiß jetzt nicht, dass ich da bin. Hat er mich gesehen? Nee. Fuck! Scheiße! Ja, ihr seht schon, das ist alles schwierig auf Gommel, weil man halt einfach kein richtiges Velo hat. Und dann zeige ich euch nochmal den Scaffold Walk. Ich weiß nicht, ob man dafür Anlauf braucht. Aber, ja. Das war wohl ein kleiner Flag. Ja, wie ihr seht, ist das Ganze noch nicht perfekt. Aber sobald das Video online kommt und die Config dann auch online ist, wird das Ganze auf jeden Fall perfektioniert sein. Und ich mache das Video jetzt ja, wo diese ganze Funktion noch nicht öffentlich available ist, sondern nur in der Dev-Version. Die ist jetzt nicht, dieses ganze Bypass-Ding ist jetzt nicht verfügbar in der normalen Version. Und genau, ich mache das Video jetzt in dem Vorstatus dieses Bypasses. Und ja, warum geht die Runde jetzt nicht los?
Also die Leute unter euch, die gut sind im Minecraft-Spielen, die auf Gomma HD frequent ein bisschen spielen, weil sie halt einfach gut sind, die sollten diese ganze Funktion auf jeden Fall mal ausprobieren. Und für Leute wie mich, die schlecht in Minecraft sind und nur cheaten können, das gebe ich ja auch zu immer wieder, für die ja, ist das Ganze vielleicht nicht so geeignet, weil man halt einfach auf Gomma auch kein Velocity hat oder so. Ja, jetzt geht der Scaffold wieder einwandfrei. Ich weiß nicht, warum der manchmal ein bisschen buggt und ja, kann ich euch nicht sagen. Aber hier ist auch kein Spieler, oder? Oh, da ist doch ein Spieler. Lol. Ja, das ist jetzt natürlich doof, dass wir hier jetzt ein bisschen gefangen sind. Sperrst du mich jetzt hier ein, Bro? So, der war nötig, der Goldapfel. Na du? Ha, er ist runtergefallen. Sogar 2 Kills gemacht, dieses Video. Leute, das wird ja ein Banger-Video. Ja, also, ja, ne, wie gesagt, ich kann jetzt nicht viel machen in diesem Video. Der Scaffold Walk funktioniert auch nicht silent. Der funktioniert nur in dem... What? Okay. ja, ich würde sagen, das war's dann mit diesem Video. Ich habe keine Zeit mehr. Ich schaue nämlich gleich Fußball-EM mit meinen Freunden. Aber ihr habt ja gesehen, es funktioniert schon meistens der Bypass. Und sobald die Config online sein wird, wird das Ganze auch behoben sein mit den kleinen Flags, die es doch manchmal gibt. Probiert es einfach aus. Die Config sollte online sein. Das, was nice ist am Cheaten auf Gomma, die im Moment, ist halt der Scaffold Walk und Instant Chest Stealer. Sonst, ja, ist es halt alles relativ normal, beziehungsweise legit cheaten, könnte man das nennen. Und ich würde sagen, das war's dann auf jeden Fall von diesem Video. Probiert das Ganze aus. Und ich wurde sogar noch gebannt zum Ende des Videos. Ja, Live-Goal erreicht. Ja, ich würde sagen, gönnt euch das Ganze, schaut es euch an, habt Spaß damit. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.